Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Wir fahren in 2 Tagen in den Urlaub und zwar mit meinem super neuen Model S Long Range hier. Und ihr wisst ja, wir haben immer den Hund dabei und dann wird es mit dem Gepäck natürlich im Kofferraum so ein bisschen essig, weil da ist der Hund drin und deswegen brauchen wir eine Dachbox. Und ich habe hier ein Paket von Tesla bekommen. Ja, es sind die Original-Dachträger für das Tesla Model S ab Baujahr 2022. Wird unter das Glasdach montiert, so ähnlich wie beim Model Y. Und das gucken wir uns jetzt mal an und unboxen mal das Paket. Und ihr seid natürlich dabei, also dranbleiben. Okay, ja, eigentlich sehen die fast genauso aus wie die Träger vom Model Y, sind nur ein bisschen größer und meine Güte, die sind verdammt schwer. Träger Nummer 1. So, Träger Nummer 2. Das ist eine Anleitung, die sich schon mal mit dem Klebeband verbunden hat. Das ist natürlich schon mal toll. Dann haben wir hier... Ich glaube, das sind die Kappen. Genau. Ah ja, dann haben wir hier, was schon leider so ein bisschen verkrumpelt ist, diese Abdeckfolie. Ja. Ja, toll. Ist ja alles andere als optimal, aber geht gerade noch so. Das sind sozusagen die Haken. Und dann brauchen wir jetzt mal eben eine Schere, sonst kriegen wir das ja gar nicht auf. Das hier sind die Abdeckkappen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Aufnahmepunkte sind. Da ist einer, da seht ihr die Markierung vielleicht. Da ist der Pfeil, das heißt, das ist genau die Mitte. Und hier muss der Klebestreifen hin. Vorne links. Vorne links, das heißt, das ist dieser hier. Dann ziehe ich den mal ab. Und da hat man jetzt einen Pfeil und der muss genau auf die Markierung von dem Pfeil. Der ist da. So. Und obwohl er geknickt war, klebt er doch hier ganz gut. Also schön sieht es jetzt nicht aus. Ich hoffe, das kriege ich noch besser hin gleich. Mit dem schwarzen Lack, das kommt jetzt hier nicht gut mit den vielen Luftblasen. Da muss er hin. Pfeil. Da hätte ich doch beinahe eine Falte reingedrückt hier. Man muss das nur 10 Mal machen, dann geht es immer besser. Leider habe ich nur 4 Stück. So, der nächste ist hier, das sieht man. Das ist so wie mit dem Download. Bei 99% hängt es. Und das ist so wie mit dem letzten Klebstreifen. Der will immer nicht. Ja, der letzte ist der beste. Ist doch immer so. So, hätten wir das schon mal erledigt. Jetzt müssen wir das Gummi hier hochklappen und die Metallösen drunter schieben. Da bin ich gespannt. So. Ja, sensationell. Und da... kommt jetzt so ein Metallaufnahmepunkt drunter. Irgendwie so, genau. Den kann man jetzt wegmachen. So, richtig schön leicht. Also nicht drücken, irgendwas verkratzen, sondern der muss ganz leicht reingehen. So, jetzt ist der fixiert. Also ich muss zugeben, das geht hier tatsächlich viel schneller als beim Model Y. Es kann auch daran liegen, dass ich das beim Model Y schon mal gemacht habe. Dass ich jetzt auch weiß. Und der ging ja wie Butter rein, also super. Also man darf eins nicht machen, man darf... kein Lob aussprechen. Sobald man irgendwas lobt, geht es schon mal von vornherein schwerer. Aber gerade noch mal gut gegangen. So, jetzt kommt der nächste. So, letzter. Also man muss das tatsächlich einfach nur reinschieben und irgendwann frisst es sich unter das Gummi. Und dann geht das wirklich wie Butter. Ja, das passt. Was haben wir hier denn noch alles? Also ein riesen Imbusschlüssel, der sieht aus, als wäre der gebraucht. Den hat schon mal jemand benutzt, würde ich sagen. Und die Schlüssel. Haben wir noch ein Meterband, also ein Maßband, das brauche ich nicht. Das ist dazu da, dass man diese Punkte auch abmessen kann, wenn man sie nicht sieht. So, dann haben wir hier die Gummikappen als Basis für die Träger. Das brauchen wir. Hier ist sogar markiert, dass das ja, vorne links kommt. Das wäre ja quasi hier. Und witzigerweise ist das Klebestreifen, der Klebestreifen, der ist zu weit vorne. Obwohl dieser Pfeil original mit dem Pfeil auf dem Glasdach übereinstimmt. Eigentlich ist der zu weit vorne. Der hätte ein bisschen weiter hinten sein müssen, weil jetzt ist ja hier der Klebestreifen zu Ende.
Naja, Fehlkonstruktion wieder mal. Tesla. Tesla und ihre Toleranzen. Ja, bei dem ist es genauso, dass das wieder zu lang ist. Also irgendwie die vorderen sind falsch abgemessen. Interessant. So, aber das war es im Prinzip schon. Jetzt können die Träger drauf. So. Der müsste da noch einrasten. Das tut er auch. So, also hier guckt die Schraube raus, so wie das sein soll. Und hier guckt sie auch raus. Das heißt, das ist alles perfekt. Dann können wir das hier schon mal verschrauben. Dafür gibt es hier diese Muttern. Die muss man hier reinfriemeln. So, es geht nicht ganz leicht. So, ich würde sagen, das ist stramm genug. Wichtig ist, dass ihr das nicht zu straff zieht, weil da ist immer noch ein Glasdach drunter. Und wenn sich das Metall unterm Glasdach so stramm an das Glas drückt, kann es sein, dass es splittert. Das ist aber sowas von fest, da wackelt nichts. So, letzte Schraube. Ja, ich würde sagen, das passt. So, jetzt sind hier noch Schlösser. Ich glaube, das verriegelt die Schraube, dass man die Schraube nicht abdrehen kann, weil die Kappen sind ja nur gesteckt. Und wenn man die Kappen abmacht, könnte man ja die Schrauben von Hand lösen oder mit so einem Schlüssel. Und mit diesem Schloss verriegel ich hier die Schraube. Hier ist nämlich eine Nut, deswegen muss sie hier stecken. Da ist auch so ein Strich, könnt ihr sehen, da ist ein Strich und hier ist eine Nut. Und das muss übereinstimmen, da ist nämlich eine Aussparung und wenn ich den Schlüssel drehe, rastet da ein Pin ein, dann kann man die nicht mehr drehen. So, abgeschlossen. Und nun kommen die letzten Kappen drauf. Ich glaube, die sind alle gleich. Ich hoffe, die fliegen nicht weg auf der Fahrt. Na gut, soll so halten. Also im Unterschied zum Model Y gehen die Kappen so leicht drauf. Beim Model Y musste man die richtig festklopfen. Die gehen hier so leicht drauf. Da habe ich ein bisschen Angst, ne, dass die wegfliegen bei, was fahre ich, 140? Obwohl, die halten eigentlich, ne? Ich werde es ja erleben. Fertig, Kappen drauf und jetzt kann im Prinzip die Dachbox aufgebaut werden und das machen wir gleich. Noch ein Stück. So. Das hat's gebracht. Ja, Millimeter bringt's. Und jetzt müssen wir noch hier die Verriegelung unter die Dachträger schrauben und dann hält die Dachbox und dann kann der Urlaub kommen. Ja, und Myla freut sich schon, wenn sie dann übermorgen mit im Kofferraum sitzen darf. Ne, Myla, du freust dich schon. Ja, und übrigens habe ich die Scheiben noch tönen lassen von Vinyltech in Bremen. Die hinteren Scheiben haben jetzt eine 85er Tönung, genauso wie die Scheibe auf der Heckklappe, damit die Sonne eben nicht so reinbrennt, wenn Myla da drin sitzt. Und von außen sehen die jetzt richtig schwarz aus. Von innen kann man aber noch super gut durchgucken. Aber ich finde, zusammen mit dem schwarzen Lack von dem Auto, da kommt das richtig geil. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Wir sehen uns dann aus dem Urlaub. Ich drehe natürlich ein Roadtrip-Video. Wir fahren also nach Österreich mit dem Model S. Und das wird ein mega schöner Trip. Ich freue mich riesig drauf und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.